Herzlich willkommen zum Finale von Tomb Raider 2 Remastered, und zwar in dem Level der Hort des Drachen. Bevor wir jetzt hier in diesem Level loslegen, will ich noch mal zwei Dinge sagen, die ich die ganze Zeit vergessen habe zu erwähnen. Und zwar einmal, wenn wir ins Inventar schauen, wir sehen keinen Hintergrund mehr. Das war das ganze Tomb Raider 2 schon so. Ich wollte es ständig sagen und ich habe es jedes Mal vergessen. Wenn wir nämlich wechseln, dann sehen wir ja diesen Hintergrund, der ja sehr nostalgisch ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch jetzt schon ziemlich oldschool und ein bisschen altbacken ist. Kann man sich drum streiten, ob die das hätten beibehalten sollen oder nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es jetzt schwarz eigentlich schön schlicht. Finde ich modern, sieht gut aus. Kann aber auch verstehen, dass Leute diesen nostalgischen Hintergrund vermissen. Den gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Das zweite, was ich noch sagen wollte, worauf ich euch hinweisen wollte, ist, dass, wenn wir hier mal ein bisschen nach oben schauen, die chinesische Mauer wieder die große Mauer heißt. Da wurde ich auch darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass die Levelnamen wieder zu der ursprünglichen deutschen Übersetzung zurückverändert haben. Also die chinesische Mauer heißt wieder die große Mauer. Bei Morgana Macabre im Let's Play habe ich gesehen, dass das tibetanische Hochland das tibetanische Vorgebirge hieß und das nach einem Update wieder zu Hochland zurückgeändert wurde, wie es bei uns auch die ganze Zeit schon war. Auch bei Tomb Raider 1, die Kavernen sind wieder da, das waren ja mittlerweile die Höhlen geworden, und Vilcabamba ist auch wieder zur Stadt Vilcabamba geworden. Also die haben die Übersetzung wieder wie früher gemacht. Das vielleicht nochmal zur Information, wollte ich die ganze Zeit schon mal irgendwo erzählen und ich habe es jedes Mal verpasst. So, jetzt legen wir aber auch los im finalen Level, und zwar dem Hort des Drachen, wo wir sehr, sehr viele Gegner jetzt haben, werden wir sehr viel kämpfen müssen. Mit Lara wieder hier zu einer richtigen Ballerina. Deswegen holen wir schon mal die Uzis raus, haben fast 3000 Schuss, fast. Wenn wir noch ein bisschen mehr Munition finden, dann haben wir es wahrscheinlich auch. Und können uns überlegen, wie wir unsere Waffen einsetzen. Das gucken wir uns vielleicht gerade mal an. Schrotflinte ist raus, Automatik ist auch raus, die sind nicht so gut. Uzi ist auf jeden Fall im Rennen, M16 nicht gelenkig genug. Granatwerfer könnte interessant sein für die Gegner jetzt am Anfang. Für den finalen Boss würde ich dann die Uzis nehmen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Granatwerfer leer. Und dann steigen wir auf die Uzis um. Weil hier haben wir auch schon den ersten Jadekrieger, der hier rumsteht und nur darauf wartet, erweckt zu werden. Gehen wir gleich mal durch. Von hier sind wir übrigens gekommen, von den schwimmenden Inseln sind wir hier gelandet in dem Level. Und ich wollte nochmal gucken, wie viele Sachen es hier eigentlich gibt. 24 und keine Secrets, wie ihr seht. Also ich kann mir eigentlich gar nicht so viel verpassen. Zumindest keine Secrets. Boah, das sieht wieder so cool aus, ne? Wie diese grünen Blitze da auftauchen, bevor sie sich auslösen. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Krieger hier drin, aber die lösen wir alle nach und nach aus. Ich glaube, wir können für die tatsächlich auch nochmal die M16 nutzen, weil wir dann für die späteren Gegner, also es gibt eigentlich 3 Arten von Gegnern, wir begegnen jetzt hier erstmal diesen Jadekrieger und dann werden wir nochmal sehr viele Schergen von Bartoli begegnen und dann natürlich dem Endgegner, und würde sagen, dass wir dann für Bartolis Schergen eher den Granatwerfer nutzen sollten. Ich glaube, damit fahren wir jetzt gar nicht so schlecht. Also speichern wir mal ab, der Hort des Drachen. Ich lasse mir jetzt auch übrigens bewusst Zeit in dieser Folge, weil ich jetzt den Hort des Drachen als Einzelfolge machen will und das abgrenzen möchte von dem nächsten Level. Es kommt nämlich noch ein Zusatzlevel sozusagen, aber das sehen wir später. Keine gute Idee. Gut, dass wir gespeichert haben, das ist nicht gut. Das hätten wir beim ersten machen können, wo es nur einer war. Aber jetzt mit 2 auf einmal ist das nichts mit der M16. Ja, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen hier Saltos machen. Uiuiui, der steckt aber viel weg. Ich glaube, da haben wir jetzt echt viel daneben geschossen. Die Granaten sind Gold wert. Wir probieren es noch einmal, ob wir das besser hinkriegen. Weil wir brauchen die Granaten wirklich noch. Hier kommen nämlich wirklich sehr viele Gegner. Und damit meine ich wirklich sehr viele. Vielleicht kann man die ja so ein bisschen zusammen erwischen. Ist ja auch immer nicht schlecht. Der war daneben.
So, und jetzt waren wir besser. Ja. Sehr schön. Dann haben wir noch einen Schalter. Und ich glaube, wir haben noch einen Krieger übrig. Der da drüben, den kann man da mit der M16 vielleicht machen. Jawohl. Bevor der Licht richtig loskommt, ist er schon dahin gerafft. Sehr gut. Das heißt, die Jadekrieger hätten wir schon mal. Das ist sehr gut. Es ist nur die Frage, wo es hier überhaupt weitergeht. Ach, wir haben jetzt die Tür hier aufgemacht, ne? Will nur noch mal kurz eine Runde laufen, ob wir nicht irgendwo noch was in der Ecke liegen haben an Gegenständen. Das will ich ja auch so vollständig wie möglich haben. Ihr wisst ja, innerer Monk und so. Aber das sieht hier eigentlich ganz gut aus, soweit. Auch ein sehr schöner Raum, ne? Das habe ich jetzt so noch gar nicht erwähnt. Wenn man da nochmal vergleicht, ist gar nicht so viel anders. Aber hier oben auch so die Borte nochmal ein bisschen schöner gemacht und so. Ja. Bin auf jeden Fall auf den Endkampf an sich sehr gespannt, der dann kommt. So, 2 Schuss brauchen die. Und dann haben wir ganz viel schwarzen Nebel. Und wir nehmen mal ein kleines Medipack hier. So, da haben wir jetzt mehrere von den Messerwerfern hier. Batolis, Gefolgsleute, richtig nervige Typen. Haben auch alle wieder das Fiamanera-Symbol. Oh, jetzt sind es doch viele. Ihr seht, wie dieser Granatwerfer hier wirklich nochmal Gold wert ist. Und jetzt wechseln wir auf die Uzzis. Und ich glaube, das war's an Gegnern, oder? Ja, da sollte man sich wirklich nochmal ein paar Granaten aufheben. Dann geht das hier einfacher und schneller. So, dann laufen wir jetzt hier alles mal ab. Machen mal eine Fackel an, dass wir ein bisschen was sehen. Oder wie viele haben wir eigentlich? 5, das ist nicht viel, aber wir brauchen auch nicht mehr viele. Deswegen können wir eigentlich hier das Level nochmal schön ausleuchten. Gut, im letzten Finallevel vielleicht nochmal. Also das ist hier das Finale des Spiels, aber es gibt noch ein kleines Zusatzlevel. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich sowieso. Aber da werden wir auch nochmal Fackeln brauchen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt unsere Sachen noch haben. Das weiß ich nicht mehr. Wird sich alles zeigen. So, jetzt laufen wir erstmal hier alles genau ab, dass wir nichts übersehen, nichts irgendwo in den Ecken liegen bleibt. Es wäre ja schade um die entsprechenden Gegenstände. Aber hier drüben haben wir nicht viel in die Luft gesprengt. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, wenn man mit dem Granatwerfer rumhantiert. Weil man dann ja die Leichen sozusagen in Luft auflöst. Ne? Die explodieren ja und dann bleiben keine Leichen liegen. Und dann sieht man auch nicht, wo dann Gegenstände sein könnten. Weil sonst guckt man einfach bei den Leichen, ob da was liegt. So müssen wir jetzt wirklich alles nach Gegenständen absuchen. Aber ich glaube, wir haben es so ziemlich. Höchstens der hier noch. Weil den haben wir ja mit der Uzi gekillt, deswegen liegt der hier noch. Aber da ist nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir haben alles. Jetzt noch einmal so rumdrum gucken. Wie gesagt, die Zeit haben wir in dieser Folge, weil ich einfach dieses Finallevel in einer Folge abbilden will. Gut. Das heißt, wir müssten jetzt auch eine mystische Plakette haben, die wir jetzt hier einsetzen können. 2 von 3 haben wir gerade erledigt und jetzt kommt der letzte Finalgegner. Es öffnet sich die große Drachentür, die goldene. Und da kommen wir nun schon zum Finale. So, jetzt speichern wir erstmal ab. Der Hort des Drachen. Da vorne passiert es gleich. Man sieht es jetzt gerade nicht so schön. Wir können eigentlich mal mit dem Fotomodus hinfliegen. Dann lösen wir nämlich nichts aus. Da vorne liegt Marco Bartoli, der den Dolch von Xian hat. Gehen wir mal hin. Hier, da liegt der Gute, der Marco Bartoli, mit seinem Dolch im Herzen. Und wir wissen alle, was laut der Geschichte passiert. Wenn man sich den Dolch in das Herz rammt, wird man zu einem gewaltigen Drachen. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich passieren, wenn wir darauf zugehen. Wow. Das haben sie ganz anders designt. Und da ist der Drache.
und speit Feuer. Aber wir retten uns erstmal ins Wasser und heben hier nochmal ein paar Sachen auf. Hier müssen wir dann auch alle Sachen dann komplett haben, weil sonst findet man nichts mehr in diesem Level. Dann sind wir ja schon fertig. Deswegen sammeln wir jetzt erstmal alles auf, was geht. Und hier unten können wir auch nicht anfackeln. Ich finde übrigens auch hier diese Verzierungen wieder sehr schön. Das ist toll geworden. Oh, hier liegt ganz viel rum. Also wir werden dann auf jeden Fall 3000 Schuss haben wir jetzt schon. Wenn wir nicht sogar an die 4000 dann am Ende haben. Ich glaube schon. Wir heben einfach mal alles auf, dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Das ist natürlich ein richtiges Paradies an Gegenständen. Aber es ist ja auch ein großer Kampf, der uns hier bevorsteht. Deswegen braucht man auch viele Sachen. Man hört auch, wie er die ganze Zeit schon Feuer spuckt. So. Wir verlieren sogar Leben, wenn wir jetzt hier Luft holen und werden hier angekugelt. Sogar dann verlieren wir Leben. Das kann ich euch gerade mal demonstrieren. Aber erst gucken wir, ob wir alle Sachen haben. Jawohl, das heißt, da haben wir alles. Das ist schon mal schön. Ih, Lara, das sah nicht schön aus. Und da können wir uns den Drachen auch gerade mal anschauen, weil der sieht natürlich auch viel schicker jetzt aus. Wir sehen sogar da schon den Dolch. Okay, der hat jetzt getreten nach uns, deswegen haben wir Leben verloren, nicht wegen den Flammen. Also man sieht richtig schön, wie unten bei dem Drachen, oder verliert man da Leben? Ja, heute nichts Gegrilltes. Lass dich im Endkampf fünfmal vom Feueratem des Drachen entfachen. Oder so. Ich habe das letzte Wort nicht mehr gelesen, aber es würde passen. So hätte ich es formuliert. Und da verliert man tatsächlich kein Leben. Jetzt müssen wir aber abtauchen, weil das gerade keine schöne Position ist. Trophäe ist im Sack. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, finde ich aber cool. Und der Drache ist natürlich sehr schlau. Der weiß, wo wir sind, auch wenn wir hier unten lang tauchen. Und jetzt geht es auf in den Kampf. Würde euch jetzt tatsächlich gerade erstmal den Vergleich zeigen. Also wenn wir vom Drachen jetzt angekugelt werden, wie das Feuer aussieht. Oh, der sieht echt viel besser aus, der Drache. Das ist eine sehr gute Position, um ihn zu töten tatsächlich. Deswegen speichere ich hier gerade nochmal. Weil der hat sich nämlich jetzt hier aufgehängt und da kann man den super einfach töten. Aber ich wollte euch trotzdem zeigen, wie das Ganze aussieht. Wenn wir nämlich jetzt hier angekugelt werden, dann brennen wir hier sehr schön. Und dann hat Marco Bartoli als böser Drache gegen Lara triumphiert. Jetzt zeige ich euch nochmal den Change, wie das früher aussah. Sah genauso aus, nur halt nicht so fein texturiert. Und das Feuer sah natürlich nicht so schön aus, wie es heute der Fall ist. Also das sind die Unterschiede, die hier umgesetzt wurden. Und der Drache sieht wirklich cool aus. Das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. So, und jetzt können wir eigentlich auch die M16 dafür nehmen. Weil der bleibt jetzt da stehen, da müssen wir uns gar nicht großartig bewegen und haben wirklich über 4000 Uzi übrig. Und wir sehen jetzt auch diesen Lebensbalken hier. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter rüber. Jetzt geht's besser. Ich wusste gar nicht, dass man den nur am Hals angreifen kann, aber anscheinend muss Lara auf diese bestimmte Stelle schießen. Komm, machen wir mal ein bisschen Action hier. Das ist ja langweilig. Das ist doch langweilig, was wir hier machen. Also nochmal die Uzi in Gebrauch. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Und wenn er umfällt, dann müssen wir ganz schnell hinrennen. Ihr seht, er hat noch ein bisschen Leben übrig. Weil wir nämlich jetzt den Dolch aus seiner Brust ziehen müssen. Bevor er wieder aufwacht. Also man hat nicht unendlich Zeit dafür. Und wir haben es auch nicht geschafft tatsächlich gerade. Wir haben es nicht geschafft. Boah, der Schwanz ist auch cool. Weil wir so doof um ihn rumrennen mussten. Glück gehabt. Und dann muss man nämlich die Handlungstaste drücken. Man muss zum Bauch hinrennen und kann den Dolch ziehen. Boah, geil. Das Knochengerüst sieht so geil aus. Das ist ja noch geiler als der Drache. Und vor allem haben wir nun endlich den Dolch des Xian im Gepäck, den Lara haben wollte. Da ist er in vollster Pracht. Jetzt stürzt hier natürlich der ganze Tempel zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt schnell fliehen.
Ist aber mehr Panikmache als sonst was, weil hier passiert eigentlich nichts. Hier können wir uns gerade einfach nochmal den Drachen anschauen, das Skelett, wie es auch im Original aussah. Natürlich nicht so schön, eigentlich gruseliger, muss ich jetzt tatsächlich mal feststellen. Sieht natürlich jetzt viel, viel edler aus, auch mit diesen ganzen Knochen hier an den Pfoten, den Füßen, die ganzen Gerippe hier. Das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Echt cool geworden. Der Drache, finale Gegner von Tomb Raider 2, Marco Bartoli, gekillt in Form des Drachen. Der hat also von seiner Stärke nicht lang was gehabt. Man legt sich halt auch nicht mit Lara an, ne? Das soll da einem bewusst sein. So, jetzt müssen wir hier schnell fliehen. Oh, das sieht auch wieder cool aus, wie hier das Feuer drüben hochgeht. Da kann man auch reinspringen. Das habe ich in meinem allerersten originalen Tomb Raider 2 Let's Play sogar auch gezeigt. Da kann man richtig schön reinspringen und sich das angucken hier drin. Und das sah im Original halt einfach so aus, ne? Und jetzt richtig geile Flammen, wie wir sie ja auch schon aus den schwimmenden Inseln kennen. Und da kann man überall mit geskillten Sprüngen so ein bisschen da hinten reinklettern und so. Boah, sieht das cool aus. Also 3D hervorgehoben. Das ist echt richtig cool. Und tschüssi. Auf die Sünden und Reichtümer des Marco Bartolis haben wir eine Trophäe erhalten, dass wir diesen Abschnitt abgeschlossen haben, das Spiel beendet, der Hort des Drachen. Das finale Level des Spiels, sehr, sehr cool, haben natürlich Marco Bartoli in die Schranken gewiesen, unseren Dolch in der Tasche. Und jetzt heißt es nur noch, raus aus diesem Tempel, der hier einstürzt, zurück nach Hause und diesen schönen Dolch begutachten. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, in der allerletzten dieses Let's Plays. Die finale Zusatzfolge, die jetzt noch kommt, in Laras Haus. Da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.